so richtig abzurocken mit uns hier. Aha, das hört sich gut an. Alles klar. Das Publikum ist heiß und die MCs sind heiß. Also rocken wir weiter gleich hier bei Beats for Life. Sepalot, hau den Beat rein. Wer kennt den Beat? Wer kennt den Beat? Alle Hände checken, voll Laserei. Ey, leg das Tape ein, wie sich ein Techno-Kind tritt. Dann gibt's einen frischen Hit und alle in der Runde nicken mit. So als wollten sie zu jedem Tag ja sagen. Auch wenn sie mich gefragt haben, ob wir ein dickes Ding am Start haben. Kicken jeden anderen in dem Schlag. Und wenn wir doch nicht in deiner Gegend waren, kommen wir in den nächsten Tag und rocken Mikes, dass keine Frage offen bleibt. Wart auf den Zeitpunkt, bis ich durch die Box steige. Und alle durch die Disco. Und die von euch ein Kraftpaket bringen Massen in Bewegung wie die Love Parade. Und feiern Partys, bei denen man auf das Ende länger warten kann als auf dicke Zinsen von der Sandbank. Weil hinter unseren Live-Shows mehr als nur ein Hobby steckt. Also ich hätte dir eine Karte wie ein Fußballer mit Bodycheck. Wir rappen Benefits für Szene-Kids und Punks. Werf die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, wo ihr kommt, Hauptsache ihr seid da. Wir rappen Benefits für Szene-Kids und Punks. Werf die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, wo ihr kommt, Hauptsache ihr seid da. Wir kommen vielseitiger als ein Big Punisher Starship. Denn der Topf hat den Shit, zu dem jeder Kopf einen Tag dreht. Mach ich Battle Tracks, will der Teufel persönlich der Abschnitt. Blumentopf, wir fressen Leben in Plastik. Pass auf, denn wenn ich Pass gehe, bin ich schwerer aufzuhalten als Augen nach Schlafmitteln. Fazit, klappt nicht. Denn Fakt ist, dass mein Rap mich scharf schützender Geschmack ist. Fakt ist, dass mein Text sogar für Cute zu abstrakt ist. Fakt ist, dass nicht jeder, der sein letztes Step geplagt ist. Fakt ist, dass man mal fighten kann, bis man satt ist. Was sogar Obelix dachte, im zweiten Gang geplatzt von insgesamt 7.380.000 und das noch ohne Nachtisch. Ja, wir sind wenigstens knackfrisch. Und uns darf nicht zu mögen, ist theoretisch nicht möglich und genau nicht praktisch. Mein gut gemeiner Rat ist, verpasst niemals die Party, wenn der Topf in deiner Stadt ist. Wir rappen Benefits für Szene-Kids und Punks. Werft die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, wo ihr kommt, Hauptsache ihr seid da. Wir rappen Benefits für Szene-Kids und Punks. Werft die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, wo ihr kommt, Hauptsache ihr seid da. Wenn irgendwo ein Beat läuft, bin ich einer der Ersten am Mic und kick den Vers, der dich in Stimmung trieb, die Kerzen und Wein. Und wenn die Schwingung stimmt, merken es Experten und Laien, da ist einer mit dem Herzen dabei. Denn wenn ich Text schreibe und meine Raps vom Stapel lass, weißt du, was fett heißt, ohne dass der MTV ein Kabel hast. Statt in billiger Pose von dem Rack'n'Dance-Pop komm ich in hilfiger Hose aus dem Secondhand-Shop. Nicht umsonst war ich schon in der Frisch durch Carhartt. Und während dein Motto noch immer lautet Fischtuch-Fahrrad, feiern wir auf unseren Single-Partys Top-Releases und knipsen Cover-Shots wie Cops die Pieces. Du suchst in allen Archiven nach Alternativen zu unserem Stoff wie ein Besoffener nach dem Ballermann-Sieg. Doch das führt zu gar nichts, nur manche wollen es nicht kapieren. Schlecht zu rappen ist wie schwanger werden, kann mir nicht passieren. Für Szene gibt's so Packs, werf die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, woher kommt, Hauptsache ihr seid da. Wir rappen Benefits für Szene gibt's so Packs, werf die Hände in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Mikes werden gedamaged und Träume werden wahr. Scheißegal, woher kommt, Hauptsache ihr seid da. Lange warte wie ein Pizzamann, mit mehr Bomben als die Linken in den 70er Jahren. Leg ne Menge Wichserlar, die mich beim Rappen auf den Kicker haben. Denn bei den meisten sind die Reime so billig wie Rikscha-Fahrt. Ich schlag bei den Kids Alarm, sie kommen nicht daran, weil sie auf uns abfahren. Wie Eingeborene auf Glitzerkran, bis ich nicht mehr kann. Zu riechen rein wie Kiff am Plan. Mach die Mikrofone und die Lichter an, stellen Kasten kalt. Und wir machen halt in deiner Stadt, haben ne lockere Zeit. Rocken Mikes wie's keiner macht, kicken Reime, bis es deine Freundin leider packt. Und jeder Kopfnicker Topstick auf seinen Daimler-Park. Die Mikes sind offen und die MCs sind heiß. Heute rockt der Blumentopf für euch am Beats for Life. Die Mikes sind offen und die MCs sind heiß. Heute rockt der Blumentopf für euch bei Beats for Life. Die Mikes sind offen und die MCs sind heiß. Heute rockt der Blumentopf für euch bei Beats for Life. Die Mikes sind offen und die MCs sind heiß. Heute rockt der Blumentopf für euch bei Beats for Life. Yeah. Ey, das war geil, das war bereits neu von uns. Das war ganz neu. Okay. Und wir machen das jetzt umgekehrt. Vom Neuen gehen wir zurück zum Alten. Machen viele, wir tun es auch. Und das ist ein Lied, das wir geschrieben haben. Ja. Für all die Leute, wo früher immer dir jeder erzählt hat, dass aus dem bestimmt mal was Gutes wird. Okay, ihr kennt auch solche Leute. Schadenfreude ist natürlich auch dabei. Alles klar. Wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, gibt mein Leben wieder Sinn. Und aber dachten alle aus, die würde mal was werden.
dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Ja, ja, wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, geht mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus dem Würde mal was werden. Dass ich dich lache, das konnte ja nicht stimmen. Als sie dich zum ersten Mal sah, waren damals in der Acht. Trugst du eine echte Rolex ohne Raven und wir dachten alle, Scheiße, was geht? Denn du warst zwar ein Loser in der Schule, aber dafür 100-mal cooler als wir alle zusammen. Auf dem Pausenhof mit dir verstell ich dich, als ich noch nicht mal wusste, was Beef war. Ein kleiner Dealer, der im Anzug von Armani steckt. Und ich der kleine Spießer, der in deinen Augen gar nichts checkt. Ich hab mir wirklich früher nichts dabei gedacht. Aber heute muss ich sagen, du hast es weit gebracht. Der erste in der Klasse mit einem eigenen Auto. Du hattest völlig recht, du schaffst es ja genauso. Ohne Schulabschluss wolltest dein eigener Chef sein. Richtig Kohle machen, stichst dick ins Geschäft rein. Damals schon mit Handy, auf allen Klassenfotos. Du sagtest immer Abitur, wofür denn? Wieso bloß sollte ich studieren? Wer will denn heute noch Akademiker? Ich streng mich doch nicht an und verdiene am Ende weniger. Auf den Kopf gefallen warst du ja noch nie. Heute machst du deine Brötchen in der Gastronomie. Und deine Mutter kann stolz sein, was sie für ein Sohn hat. Alle stehen bei der Schlange, Mitarbeiter des Monats. Warst du schon nach 8 Wochen und die Chicken Wings schmecken mir noch viel besser sein. Wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, gibt mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, die würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stehen. Wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, gibt mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, die würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stehen. Du bist nicht mehr der, den ich noch von früher kenne. Der hochbegabte erste Gitarrist unserer Schülerband. Ein guter Sänger, ein zweiter Exkurs. Ich weiß noch, wie du mal gesagt hast, du lächelst bloß über mich. Über mein Outfit, die weiten Hosen. Und beim allerersten Auftritt vom Blumentopf hast du mich fast angepisst von Lachen. Damals dachte alle, du würdest es schaffen, hattest große Pläne. War sie schon als Star, ich schnitt Teppich in mein Domäne. Und jedes Mal, wenn ich dich frag, du von deinem Erfolg erzählst. Und alle hingen an deinem Lippen. Doch wenn ich dich heute treff, dann schloss meine Mach es, ist okay. Wieso? Ich warte eh nur auf die Frage, wie es mir geht. Ich lache mich hinein und sag: Was? Gestern waren wir in Köln, 8 Stunden Autobahn, Auftritt von 1000 Leuten, viele wollten Autogramm. Und danach, wenn's so David Bay TV und Minibar. Andere machen Urlaub auf dem Bauernhof. Ich mach Urlaub als Teenie-Sound. Was machst du? Auch mal diesmal das. Mit dem Singen hab ich aufgehört. Hoff, dass ich es schaff, Rave-DJ zu werden. Ihr hört mal, cooler Sound. Ich nahm den Kopfhörer und war gar nicht mal erstaunt über das, was ich hörte. Und mir ist noch schlecht in dem Walkman. Was war da? Okay, und jetzt sehen wir da unten end, viel Bewegung. Okay, dann los. Pass mal auf, wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, wird mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, dir würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Hey, wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, wird mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, dir würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Ich klau dich mit einem breiten Grinsen an, du kannst nicht glauben, von dir habe ich immer noch das Bild von früher vor den Augen. Ja, ja. Ich hab dich oft gesehen, aber nur in Birkenstock. An warmen Tagen barfuß und ich fragte mich wirklich oft, wie viele Läuse leben wohl in deiner Art? Weil sie immer fettig und total verfilzt waren. Du der Öko, der nie die Gesetze dieser Welt versteht. Hast immer Tee getrunken und die Kleider selbst gelegt. Und einen Abend in der Woche ging's zur Antifa. Auf jeder Demo warst du bis zum Schluss, egal wie lang sie war. Hast heftig demonstriert für Asyl und Ausländer. Ich hatte wirklich Hoffnung, dass du später mal die Welt veränderst. Ich weiß doch, Kapitalismus war der größte Feind. Doch wenn ich dich jetzt anschaue, war das wohl nicht ernst gemeint. Ja, ja. Reden wir nicht darüber, denn ich glaube, diese Zeit ist um. Also, ich hätte da eine kleine Überweisung. Ein richtig cooles Bild in der Bank hinterm Schalter. Und wirklich, Alter, mal Props der Schnauze in dem Alter, was gehen überhaupt? Okay, ja, ja, Schnauzer-Kose. Passt mal auf, wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, gibt mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, dir würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Ey, wenn ich dich seh, geht's mir auf einmal wieder gut. Wenn ich dich treffe, gibt mein Leben wieder Sinn. Und dabei dachten alle aus, dir würde mal was werden. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Dass ich nicht lache, das konnte ja nicht stimmen. Hey. Hey. Ich seh das, dass solche Felder. Da ist Bewegung drin, da brauchen wir nicht hier. Oder wollen wir es einmal machen? Wir machen es einfach mal. Okay, hat's euch bis jetzt gefallen? Aha. Okay, das ist cool. Köln-Rock okay. Hier. Seh schon. Wir haben wieder was Neues. Wir haben Zeiger gedreht. Also was gebrochen wäre. Ja. Es lief auf unserer neuen Platte. Aber auf die müsst ihr noch eine Weile warten, weil ihr wisst ja, mit Alben ist es so wie mit vollen Mülleimern. Die werden erst rausgebracht, wenn sie richtig vollgestopft sind. Und deswegen
Deswegen machen wir den Scheiß zu Hause noch ein bisschen, nehmen neue Tracks auf, so wie diesen, und machen die dann einfach live. Alles klar. Wir leben, sehen, im Sinn. Wie DJs ihren Namen im Rillen, warten still. Bis wir nicht packen können, wie Monster Krack im Film. Mit dem Volumen auf 10 kommt der Blumentopf aus eurem Stereo-System. Habt ihr Hunger am Zeit, steigt in euer Abgleich. Weil ihr geladen seid zu einer Show mit mir am Kabelbein. Kommt am besten Nabelbein und sagt Mama Bescheid, dass es später werden kann und Papa euch den Wagen leiht. Wenn euer Bargeld reicht, rufen wir euch besser. Ist die Arbeitslose in der Spargezeit. Denn wenn ich um Rappen bin, gibt das ein Happening, von dem die Presse noch nach Tagen schreit. Das war ein fettes Ding, weil alle um die besten Plätze liegen, die in der Lage sind zu hören, wie ich mein Text beginne, sobald die Gage stimmt. Denn ich bring Hip-Hop, bin jedes gottverlassene Kudor. Für Schein mit 3 Nullen und einen Kasten Tubor. Wir legen Seelen in Sinn, wie DJs ihre Nadel im Rillen. Warten still, bis wir nicht packen können, wie Monster Krack im Film. Mit dem Volumen auf 10 kommt der Blumentopf aus eurem Stereo-System. Schneeblick, dann rapp ich, wenn ich mir den zweiten eingieß. Wenn meine Reime dreckig, wie meine weißen Nike-Keys. Weil's mein Style ist, rock ich, bis ich heißes Bleibiss. Mit ner Zunge, die so scharf ist, dass du denkst, ich beiß ein Haifisch in die Ohren. Wenn ich Witze reiß, mit denen ich's auf die Spitze treib, bevor ich mir auf die Lippe beiß. Mit schäumenden Fußballer, schieß Tor vom Mittelkreis. Ich kick den Scheiß, meine frischen Vibes gehören auf deine Party, wie ne hübsche Frau in schickes Kleid. Mit dem Mike steh ich unter Strom, wie's dritte gleich. Sag es bitte gleich, ist der Priester werde zu viel. Warum? Damit ich weiß, auf welchem Level du spielst. Wir legen Seelen in Sinn, wie DJs ihre Nadel im Rillen. Warten still, bis wir nicht packen können, wie Monster Krack im Film. Mit dem Volumen auf 10 kommt der Blumentopf aus eurem Stereo-System. Lass mich mein Papa rappen, okay. Bei Gästelisten von uns gehen mehr Jungs und Mädels drauf als bei Mama Cat. Viele denken, dass sie mit Kasper Text Maßstab setzen und verlieren an ihr Gesicht, wenn sie ihren Arsch verwenden. Wollte ich mich als Mikrofonstein, gibt's im Wasserbett Stromstellen. Da ich den Hörer schneller in der Hand habe als die Telefonzellen, schreib ich zu Hause meine Zahlen für den Topf. Ich lösch Papier als Textblatt, sonst brennt mein ganzer Block. Check das, wenn ich gerappt hab, wird die Tanzfläche zu groß gehen. Keiner kommt mehr runter, weil der Eimer drauf ist. Hau frisches Salz vom Ofen, schmelzt auch das Ding steif. Da kriegt die alte und die neue Schule Hitze frei. Du weißt in Sicherheit, so bist du nichts mit dabei. Auch du, wenn du zu Hause schlitt, dann weißt du, große Frau belistet. Wir legen Seelen in Sinn, wie DJs ihre Nadel in Rillen. Warte im Schild, bis wir dich packen können, wir Monster Krack im Film. Mit dem Volumen auf 10 kommt der Blumentopf aus eurem Stereo-System. Wir legen Seelen in Sinn, wie DJs ihre Nadel. Warte still, bis wir dich packen können, wie Monster Krack im Film. Mit dem Volumen auf 10 kommt der Blumentopf aus eurem Stereo-System. Sehen, sehen. Seid ihr noch da, Köln? Yeah. Wir sind schon beim letzten Lied. Okay, das wird der beste Beat. Wunder, das letzte. Okay, wir haben noch einen Bonus eins, für euch. Eins hier. Haben wir noch dabei, wenn ihr es noch hören wollt. Wollt ihr noch unser letztes Lied hören, Köln? Was ist los? Yeah. Alles klar, ich würde sagen, es war eindeutig. DJ, kicken wir den Track. Okay. Und das ist unser bis jetzt einziges Video. Und da wäre es schön, wenn wir alle Hände sehen könnten, von da vorne nach hier. Alle Hände, Jo. Ja. Von rechts nach links. Mal auf. Okay. Wir setzen bei dem letzten Lied noch einen drauf. Niemals wird es wieder so werden, wie es war. Deshalb nehme ich meinen Stift und markiere mir dieses Jahr in meinem Tagebuch mit einem schwarzen Rand. Alles begann damit, dass Take That aus dem Bravo Charts verschwand. Einfach abgelöst von einem Dancefloor-Act. Ich wurde damals Zeuge, wie so manche Fans vor Schreck ihren Piercing-Ring verschlucken und den Teddy fallen ließen. Denn Howard und Chase und wie sie alle hießen, die gehörten ganz nach vorne und ich in den Hintergrund. Meine Schwester wählte sich für den Teddy Fingerbund, denn für ihre Stars hätte sie alles unternommen. Doch damit ich genug, es sollte noch viel dicker kommen. Wie denn? Take That war ihr einziges Hobby. Es war schon verdammt schwer für sie, als sich Robbie vom Rest der Band trennte. Das war nicht ihr Glückstag, doch dass sie sich dann ganz auflösten, okay, brach ihr das Glück. Es passt mal auf, hier. Ich will alle Hände oben sehen hier. Und alle Hände oben sehen, Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gesehen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an. Du kannst sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair. Doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Wir wussten damals nicht, wie krank sie war. Versuchten es mit BSB, dem Methadon für Junkies dieser Art. Kauften alle Poster, Weihnachts- und Osterausgaben. Von Bravo Girl bis Mädchen wollten bloß darauf warten, dass sie die Jungs vergaß, doch sie aß kaum einen Biss. Wollte nichts von Backstreet Boys und Bad Breakfast wissen und so blieb das Kopfkissen in ihrem Bettchen nass. Und eines Abends kam der letzte Auftritt bei Bad Nass. Unvorstellbar, diese Massenhysterie. Ich verstehe nicht, wieso sich die Verfassungsschützer nie mit Take That beschäftigt hatten. Denn sowas gibt's nicht einmal bei Scientology oder bei den Zeugen Jehovas.
Und Thomas Gottschalks Vorteil war auch nicht, um die Fans zu beruhigen. Es war einfach unglaublich. Weibliche Tränen, unbeschreibliche Szenen und meine Schwester beschloss, das Zeitliche zu segnen. Yeah. Okay, hier nochmal alle Hände hoch, so richtig abrocken. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Nichts gewesen wäre. Nach dem letzten Lied kam es zur Eskalation. Es war während der Werbung, als der Rest der Nation sich ein neues Bier aufmachte, dachte keiner daran, dass meine Schwester gerade eben aus dem Fenster sprang. Wir fanden sie im Garten neben dem Hibiskus, ein weiteres Opfer von Boygroup-Fanatismus. Wann ist Schluss mit so einer Scheiße? Wie viele Teenies müssen noch ins Gras beißen? Der CD-Player lief noch, ich hörte es deutlich. Es waren 6,90 Meter. Alles klar. Okay, Meter 90. Einmal noch hier. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. Es ist schon wirklich seltsam, wie die Dinge gehen. Ich schaue mir die Welt an und kann sie manchmal einfach nicht verstehen. Ich weiß, das Leben ist nicht immer fair, doch die Erde dreht sich weiter, als ob nichts gewesen wäre. 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 Tut nichts, als ob nichts gewesen wäre, wir sind draußen. Yeah. Das war's von uns. Noch einen schönen Tag. Beats for Life. Peace, Köln. Viel Spaß. Unglaublich. Noch.